Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt von mir. Wir spielen The Legend of Zelda: A Link to the Past. Erschienen für den Super Nintendo. Hier nennen wir uns auch direkt mal nach dem Protagonisten. Der heißt Link, nicht Zelda. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Wow. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht und versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs Vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! So, damit startet die Story. Link, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich wieder zurück. Bleib im Haus, verstanden? Klar, mach mal, Super Mario mit blauen Haaren. Ich muss dazu sagen, ich bin ein riesiger Fan von The Legend of Zelda. Allerdings aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen habe ich dieses Zelda noch nie gespielt. Deswegen wird es sozusagen sogar ein Blind Run. So, wir haben eine Lampe. Keine magischen Kräfte. Jetzt erstmal schauen, wie das alles geht. Ah, hier. Ach, guck mal. Heben, lesen, sprechen, ziehen mit A. Wir haben eine grüne Rüstung. Amulette haben wir noch keine, aber eine Lampe. Na, wenn das nicht was ist. Bringen wir mal Licht ins Dunkel und gehen mal aus der Tür raus. So. Ah, sehr gut. Wir können die Büsche hochheben. Die im Warm leben. Ja, warum das Spiel? Ich denke, Zelda ist eine Reihe, die muss man einfach mal gespielt haben. Wobei ich persönlich die neueren Spiele ab GameCube, ja, weiß ich nicht, konnte ich mich irgendwie nie wirklich mit anfreunden. Diese kindliche Cell-Shading-Grafiken, auch für ein Gameboy, was da, Gameboy, Nintendo DS, was da erschienen ist. Hilf mir, ich bin im Verlies der Burg, ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den Geheimgang zum Innenhof zu finden. Ja, dann machen wir das doch. Was ich sagen wollte, ja, mir gefällt diese kindliche Grafik nicht wirklich. Also, okay, ich meine, gut, Link ist kein erwachsener Held, aber ja, Twilight Princess. So sollte ein Zelda-Spiel aussehen, aber nicht wie das aktuelle Skyward Sword. Das ja, trifft nicht wirklich, also rein optisch, spielerischen keine Ahnung, ich habe es nicht gezockt. Aber rein optisch trifft es schon mal nicht meinen Geschmack. Deswegen habe ich mir das Spiel hier mal rausgesucht. Und hoffe, dass wir ein episch tolles Abenteuer erleben. Es gilt ja als eines der besten Zelda-Spiele in der Reihe, habe ich gehört. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nie gespielt. Aber das ändern wir jetzt. Und damit wir das schaffen, rennen wir erstmal hier um den Burghof herum. Ja, ich bin im Verlies der Burg, ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den Geheimgang zum Innenhof zu finden. Bisschen nervt die Bude. Na gut, gehen wir mal hier lang. Die können wir nicht, nein. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr unauffälliger Busch. Ach, guck mal, ein Loch. Yay, fall mal rein. Und landen im Wasser praktischerweise. Oh, Super Mario. Ah, Link, ich wollte nicht... Was? Ich wollte dich nicht mit in die Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist zu Hause geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt. Bitte, Link, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Ja. Das war's für den. Egal, wir haben Schwert und Schild. Thank you.
geht. Was war das Merkwürdiges? So, jetzt können wir auch unsere Lampe nutzen und finden. Rubine. Habe ich erst 12 Rubine gesammelt? Sehr gut. So, mit dem Schwert können wir die Fische zu hacken. Das geht ein bisschen schneller. Na, na komm. Wir müssen doch mal aufmachen, die Prinzessin zu retten. Wo kommst du her? Hoppala. Und da sind wir in der Burg. Und werden sofort von sämtlichen Wachen attackiert. Wie das so üblich ist, wenn man an eine Burg kommt, stürzen sich sofort alle Wachen auf einen und versuchen ihn möglichst unschädlich zu machen. Oh, ein Blauer. Der könnte etwas stärker sein als die Grünen, nehme ich an. Ja. Ah! Geh weg! Geh weg! Nein! Ah, da ist er tot. Sehr gut. Ja. Dann schauen wir doch erstmal hier hin. Oh. Sieht gefährlich aus. Ja. Das dachte ich mir. Was gibt's hier? Wunderschöne Atmosphäre auf jeden Fall. Seid Agnanim. Was? Wie heißt er? Agnanim. Werde ich auch bald so eigenartig sein. Lesen wir nochmal. Seit Agnanim die Macht übernommen hat, benehmen sich alle sonderbar. Werde ich eines Tages. Ja. Das heißt, Agnanim heißt unser Gegner. Schön. Da würde ich mir noch öfter die Zunge verknoten in den Namen. Haben wir eigentlich eine. Ah, eine Karte haben wir auch. Sehr gut. Also theoretisch. Natürlich haben wir sie noch nicht gefunden, aber. Ich höre da so einer. Geh weg. Geh weg. Okay, 3 Schläge brauche. Denn ein Rundumschlag müssten 2 Schläge sein, genau. So, was gibt's hier? Die Dolchwachen, die sind nicht wirklich schwer. Auch wenn ich sie von der Seite angreife. Den Topf möchte ich kaputt machen, denn wie jeder weiß, Link macht alle Töpfe kaputt. Ist auch ein heimlicher Traum von mir, irgendwo mal in ein fremdes Haus gehen, alle Töpfe zerklopfen und dann wieder auf. Oh, eine Truhe. Bewacht von einem blauen Schwerttypen. So. Oh, und ein kleiner Schlüssel. Yay. Und die Karte. X-Knopf. Sehr gut, jetzt sehen wir auch alle Räume. Schön. Da freue ich mich. Und wieder ein Blauer. Stirb. Mal den nochmal runtergeschubbt, den auf. Ne, das hat ja super geklappt. Was macht der? Sehr gut, ein Herz. Noch ein Herz. Ja, was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Ich weiß es aktuell noch nicht. Diese Feldertechnik kenne ich aus dem 4. Teil, also für den Gameboy. Links Awakening hieß der. Die ganze Welt ist in so Felder aufgeteilt. Das gab es ja auch schon beim allerersten. Ah, was geht? Heidenei, was war das denn? Schauen wir uns hier drin. Oh. Ist hier eine verschlossene Tür und 2 offene Türen. Wir gehen hier rechts rein. Oh, und wieder eine Kiste. Da wird doch der Schlüssel drin sein, würde ich. Ja, wird er verloren, sehr gut.
Oh, und der Bumerang. Cool. Und ein Bumerang. Und ein Schlüssel, mit dem wir hier reingehen. Was ist hier? Keller. Verlies. Okay. Ja, da ist er doch schon. Die Gute. Oh, was ist er denn? Ach du Scheiße. Geh weg. Okay, der Bumerang betäubt offensichtlich. Finde ich in Ordnung. Kann ich gebrauchen. So, komm, geh tot. Ach, sehr gut. Und ein großer Schlüssel. Yippie. Ich danke dir, Ding. Irgendwo hast du gespielt, dass hier kommen würde. Das Demigo zulegen. Die Bunkerwachen stehen alle unter eigenen magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nee. Klar, Baby. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang, dazu müssen wir den ersten Stock. Na los, komm schon. Supi, damit haben wir uns selber befreit. Ich danke fürs Zusehen, das Let's Play ist hiermit beendet. Nein, natürlich nicht. Wir müssen noch den Vater befreien und dann kann man die Gute hier... Ja. Die nächsten Kommentare verkneife ich mir wieder. Aber wenigstens ein Spiel, wo Zelda mitspielt, nicht wieder Marin oder was weiß ich, wie sie alle hießen. Wie es für den Gameboy ja war. So. Das beste Zelda-Spiel übrigens meiner Meinung nach immer noch... Ocarina of Time. Erschien für den Nintendo 64 erstmals. Spätere Ausgaben gab es dann auch noch für den GameCube. Bei der Wind Waker First Edition war es dabei. Sogar mit dem Master Quest, also der schweren Variante. So, die haben wir down. Vom Thronsaal gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Klar, meine Gute. Gehen wir doch hin. Ich nehme an, hier ist der Thronsaal. Oh. Unschön. Sehr gut. Jawohl. Episch. Und da... Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster da drin und ohne Licht kommt man nicht dabei. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf. Was? Hilf mir beim Schieben. Sehr gut. Wir müssen uns zur linken Seite anpacken. Mach schon. Ey, ich komme mir gerade vor, als hätte ich lesen verlernt. Was geht? So, gehen wir mal rein. Oh. Ah, Ratten. Oh. Ja, nein. Lampe wollen wir haben. Licht und noch mehr Ratten. Sehr gut. Nochmal eine Platt. Ich finde diese kurze Unsichtbarkeit auch geil, wenn er getroffen wird. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Emulator ein bisschen manipulieren musste, damit ich hier vernünftig zocken kann, denn... Mit der Aufnahme hat es immer etwas geleckt. Und das ist ja auch scheiße. Das wollen wir nicht. Deswegen habe ich einfach mal grandios auf dreifache Geschwindigkeit gestellt. Und da ging es dann halt jetzt. Schlangen haben wir jetzt auch noch am Start. Oh, und was war das? Fledermaus.
Oh, und eine Kiste. Yay, mit einem Schlüssel. Sehr schön. Hier mal Licht an. Wir gehen hier oben rein. Oh. Link, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Oh, was gibt's? Oh, was ist hier los? Haben wir Käse vergessen, oder was? Uiuiui. Gut, wir gehen hier rein. Ja, die Fledermaus haben wir getroffen. Sehr gut. Oh. Jawohl, alles geklärt. Und ich frage mich, ob wir jetzt direkt zum ersten gehen. Oh, 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 ich will Bomben. 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 Kriege ich Bomben irgendwo her? Bomben. Leute, ich brauche Bomben. So. Ah, sehr gut. Typisches Zelda-Schieberätsel. Ganz nichts. Unter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen muss dann einem der Hebel ziehen. Aber an welchem? Die Laufrichtung der Ratten ist mir nicht ganz geläufig. Die nervt etwas. So. Ach du Scheiße. Ja, habe ich schon gemerkt, meine Gute. Ich denke mal, wir haben den falschen Hebel erwischt. Sehr gut. Jetzt sterbe ich auch noch, oder was? Welch ein epischer Auftakt. Oh, wir sind an der Kathedrale. Sehr gut. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Nee. Ja, richtig. Link, half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aganim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit folgenden Worten. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weißen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weißen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aganim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aganims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zaubers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus auf... Was? Sahasralas auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Alter, was für ein Name. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, denn den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja, na klar, mein Bruder. Oh, ein Herzcontainer. Jawohl, ich würde gerade sagen, hättest du mir mein Herz spendiert können. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir beenden fürs Erste die Aufnahme. Episch gestartet. Wir haben Prinzessin Zelda schon gerettet, aber das Spiel geht trotzdem noch weiter. Yippie! Freue ich mich und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüssing!